Ich bin deines Vaters, deines Bruders, deines Neffen, deiner Großmutter, ehemaliger Zimmerkumpel. Hallo Leute vom Internet, willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Das heutige Video wird gesponsert von den Schweißhelden. Für dieses Video haben die mir hier einen tollen Schweißhelm zur Verfügung gestellt und den soll ich mal ausprobieren. Wieso sind das jetzt zwei? Ja, das ist nicht nur für mich, sondern auch für euch. Am Ende dieses Videos, wenn ihr genau aufpasst, habt ihr die Chance, einen dieser Schweißhelme zu gewinnen. Mit ein bisschen Zubehör dabei. Ihr müsst halt das Video durchschauen. Zwischendurch werden immer mal Zahlen eingeblendet und die müsst ihr halt zusammenzählen und die bilden dann zusammen mit den Schweißhelden das Lösungswort. Später dazu mehr. Aber jetzt fangen wir erstmal wieder an und bringen das hier zu Ende. Was auch toll an diesem Schweißhelm ist, der hat hier an der Seite einen Drehregler und damit kann man die Empfindlichkeit der Lichtstrahlen beeinflussen. Na, also wenn ich jetzt hier was flexen tue und das ist ja auch hell, würde der Helm ja auch abdunkeln, aber mit Hilfe von diesem Schalter schalte ich auf eine Art Schleifmodus und dann ist trotzdem das Visier durchsichtig. Und geht halt nicht, wird nicht dunkel, wenn ich jetzt hier nur am Flexen bin. Ich nehme auch den Helm deswegen, weil er halt das komplette Gesicht und auch den Kopf schützt, weil ich schneide jetzt hier mit einer Millimeterscheibe und wenn ich mich einmal hier verhake, fliegt das Ding in 1000 Teile und dann habe ich das überall im Gesicht stecken. Darum nehme ich jetzt hier diesen Schweißhelm und dann bin ich geschützt. Es ist weg. Geklaut. Da sich ja manchmal die Leute dafür interessieren, was ich hier für Schweißparameter an dem Schweißgerät eingestellt habe, zeige ich das jetzt mal. Dieses Schweißgerät hier ist ja von 1989. Von der Firma 2 Dunkel und ich habe hier auf Stufe 2 gestellt. Drahtvorschub ist 5. Da sieht man jetzt auch die Strom-Ampere-Tabelle. Und ich verwende hier ein Gasgemisch. Ich glaube, hier steht Ahrtal. 18% Kohlensäure in Argon.
Kohlensäure in Aspik. Ich habe also hier einen Gasaustritt von 11 Liter die Minute. Warum auch immer. Aber es reicht aus. Und jetzt können wir hier mit diesem schon 10-mal geflickten und zusammengebastelten Teil versuchen wir das jetzt hier mal zu schweißen. Mal gucken, ob uns das gelingt. We'll be right back.
Also ich muss schon sagen, dieser Schweißhelm ist was ganz anderes, wie so ein Schild in der Hand zu halten. Das ist einfach viel angenehmer, weil man halt beide Hände frei hat und kann halt wunderbar damit die Schweißarmatur halt führen. Und dann lässt sich viel besser und präziser arbeiten. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass die Durchsichtigkeit, wenn quasi nicht geschweißt wird, das ist so hell und klar. Gut, man braucht ein bisschen Licht im Hintergrund, dass halt der Bereich ausgeleuchtet wird, damit man halt sieht, wenn man halt seinen Schweißdraht, Schweißpunkt positioniert, wo man halt ungefähr ist. Also das gefällt mir sehr gut. Ich bin also richtig begeistert, warum ich mir noch nicht schon eher so einen Schweißhelm besorgt habe. Also in dem Fall nochmal ein dickes, fettes Lob an die Schweißhelden zur Verfügung stellen dieses Schweißhelms. So, das haben wir jetzt fertig und ich bin wirklich begeistert. Die Stufe, die ich ausgewählt habe, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt nur mal die Schweißstellen hier abgebürstet und habe die noch nicht verschliffen. Man sieht wieder ganz genau, wo Rosteintrag gewesen ist. Hier unten die ersten paar, da hatte ich dann doch zu wenig Stromstärke. Ja, das hat sich bis hierhin fortgesetzt und dann haben wir mal auf Stufe 3 geschaltet und siehe da, dann hat das halt viel besser durchgebrannt und halt der Rost, der sich hier auch in diesem mehrlagigen Blech befindet, ist dann halt rausgespratzelt regelrecht. Ne? Aber es gab nicht diese Kegel, wo ich am Kangoo gehabt habe. Und auch hier hinten in der Ecke, das war ja richtige Präzisionsarbeit, aber dank diesem Kupferblech hier, au, heiß, das hat noch mächtig Energie. Das habe ich ja hier komplett hinten dran geklemmt. Ich mache mal Licht an und dann sieht man, dass hier innen überhaupt kein Durchglühen passiert. Also es ist nicht durchgebrannt, weil das Kupfer halt die Wärme abgeführt hat. Und von außen dann hatte ich das ja teilweise sehr dünn geschliffen und beim Meißeln ist halt einiges rausgerissen. Da musste ich dann halt wieder aufbauen und musste hier halt nacharbeiten. Ja, auch hier unten in der Ecke, da hat es den Rost, der hier in dieser Blechlage sich befindet, den hat es dann auch rausgebrutzelt. Und dann musste ich hier ein bisschen mehr reinschweißen, da habe ich halt ein klein bisschen mehr zu schleifen. Von innen sieht man, dass ich eindeutig nur einseitig die Zinkschicht entfernt habe, weil die ist halt hier weggebrannt. Und ist halt wie so eine Wolke nach oben aufgestiegen. Ja, hier sind natürlich jetzt überall die Sicken, die ich nicht ausgefüllt habe. Aber das ist schon relativ stabil und hat halt hier gut geklappt. Da steht das jetzt ein bisschen über, weil das hier in die Sicke hineinragt. Vielleicht werde ich das hier noch ein bisschen anlegen. Und da hat das dann auch alles sehr schön funktioniert. Auch hinten in der Ecke. Sieht man ja, wunderbar, ist nichts kaputt gegangen, ist alles geschlossen und so kann man das lassen. Ich bin mir jetzt nicht schlüssig, ob ich dieses halbierte Rohr hier nehmen soll. Auf der einen Seite passt es wunderbar hier rein, auf der anderen Seite ist das wohl doch nicht so ideal. Ich habe es jetzt hier ein bisschen platt geklopft, dass es halt breiter wird. Aber ich denke mir mal, es dürfte gerade ausreichen. Ich habe es leider schräg geschnitten. Aber ich denke mal, die paar Stückelchen, die ich hier brauche, das muss ja auch nicht bis ganz nach unten durchgehen, nur dass halt ein klein bisschen mehr Stabilität reinkommt. So, das machen wir dann als nächstes. Ich habe jetzt hier schon mal diese Sicken vorbereitet. Ich bin also gerade so hingekommen mit meinem Material. Hier unten diesen Abschluss, das lasse ich einfach offen. Hier sieht man ja, dass diese Versteifung in diesen Holm übergeht. Aber es geht ja nur darum, dass ich halt hier eine Versteifung reinbekomme und das Blech nicht mehr so wabbelig ist.
Und das war dieses Rundrohr, was ich gezeigt habe. Das habe ich nämlich hier der Länge nach in zwei Hälften geschnitten und habe das dann auf dem Schraubstock ein bisschen platt geklopft, damit es hier diese Form annimmt. Und das passt ja wirklich fast 100%. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie auch schön hier eingeschweißt bekomme. Da muss ich ein bisschen experimentieren, was ich da für eine Schweißstufe wähle, damit ich mir hier nicht so viele Löcher reinbrenne. Weil das ist ja jetzt alles frisches, neues, rostfreies Material. Und die Zinkschicht muss ich hier halt ganz besonders sorgfältig abtragen, damit es halt hier beim Schweißen keine Probleme gibt. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Und dann kriegen wir auch die Probleme in den Griff. Hier habe ich nämlich einen kleinen Knackfrosch drin. Na, man hört das hier. Das hat sich halt ein bisschen verzogen. Aber wenn die Versteifung eingeschweißt ist, dann ist das hoffentlich weg. Für heute bin ich hier fertig im Karl-Schweiß-Studio und gebe zurück an die Sendezentrale. Ich stehe heute leider ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen habe ich jetzt nach der letzten Schweißszene habe ich komplett durchgearbeitet, denn heute muss es schnell gehen, ich kann nicht so lange Lärm machen, es gab schon Beschwerden. Gut, dann muss ich euch jetzt leider vor etwas vollendete Tatsachen stellen, aber man sieht ja ungefähr, was ich gemacht habe. Diese Dinger sind jetzt hier reingebraten. Und das kann man ruhig Braten nennen, weil hier hat sich alles verzogen. Ja, das war wohl dann doch ein bisschen zu heiß geworden. Aber es ist ja der Unterboden, da ist es nicht schlimm. Und nachher, wenn die Arpe wieder auf allen drei Rädern steht, dann kann man ja von oben ein bisschen dagegen dengeln. Weil ich muss sagen, diese Farbe hier, die ist schon ziemlich hartnäckig. Also die ist jetzt gerade mal hier 3-4 Tage durchgetrocknet und trotz des Schweißens ist sie hier nicht abgegangen, also nicht wesentlich, auch hier oben, ich bin hier komplett mit der Drahtbürste drüber und das ist alles wunderbar. Ne? So, jetzt wieder entfetten und dann wieder drauf mit der Mumpe, damit es schön blau wird. Na, das sieht aber wieder hübsch aus. Wenn man so 2 Meter zurückgeht, dann fällt das gar nicht weiter auf, als ob hier nie was gewesen wäre. So muss das sein. So, und jetzt machen wir wieder irgendwas anderes. Jetzt geht's um die Wurst, beziehungsweise um diesen schönen Schweißhelm hier. Mal gucken, sind noch alle da? Ja. Okay, noch alle da. Sehr gut. So, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, wurden im Video an verschiedenen Stellen so Zahlen eingeblendet. Die Summe dieser Zahlen zusammen mit dem Wort Schweißhelden, so wie es jetzt hier unten steht, als Beispiel, müsst ihr dann in die Kommentare eintragen als Hashtag. Was ihr noch dazu schreibt, das bleibt euch selbst überlassen. Der Gewinner wird dann später aus den ganzen Kommentaren ausgelost. Da mache ich vermutlich einen Livestream drüber. In diesem Sinne, meine Hasis, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an die Schweißhelden zur Verfügung stellen von dem Schweißhelm und ich hoffe, dass wir in Zukunft öfter mal sowas machen können, wo einfach mal Produkte getestet werden. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch, bis zum nächsten Mal. Ciao.